Blog Medien TV präsentiert. Höhe und Tiefpunkte aus Print, Radio, TV und online. Blog Medien TV 15 mit folgenden Themen: Geldgeil. Wie ARD und ZDF die nächste Gebührenerhöhung einfädeln. Asterix in der Blogosphäre. Wie Medienblogs zur geschlossenen Gesellschaft werden. Kurz notiert, unter anderem das neue Projekt von JipChat. Willkommen zur Juni-Ausgabe von Blogmedien TV. Wir beginnen heute wieder mit einem Rätsel. Wie heißt der Radiosender, von dem Sie hier das Logo sehen? Gar nicht so einfach. Wir suchen nämlich den vollständigen Namen der Station, die übrigens aus Hamburg kommt. Und bitte nicht anrufen, denn wir sind ja weder 9 Live noch Antenne Bayern. Bei uns bekommen Sie die Antwort am Ende der Sendung. Überbringer schlechter Nachrichten wurden früher schon mal geköpft. Darin hat sich bis heute wenig geändert. Zum Beispiel, wenn es um Rundfunkgebühren geht. Zwar sind Leib und Leben der GEZ-Mitarbeiter nicht akut bedroht, doch meistens bekommen sie die Schläge ab, die eigentlich ARD und ZDF verdient hätten. Das Bundesverfassungsgericht prüft den Einfluss der Länder auf die Rundfunkgebühren für die öffentlich-rechtlichen Sender. Großkampftag für die öffentlich-rechtlichen Anstalten. Weil sie bei der letzten Gebührenerhöhung im Januar 2005 von den Bundesländern weniger zugestanden bekamen, als sie selbst für richtig und angemessen halten, zogen ARD, ZDF und das Deutschlandradio gemeinsam vors Bundesverfassungsgericht. Den Prozessauftakt am 2. Mai nutzten die öffentlich-rechtlichen Anstalten vor allem dazu, die eigene Sicht der Dinge in den Mittelpunkt ihrer umfangreichen Berichterstattung zu rücken. Vom Morgen bis zum Nachtmagazin immer der gleiche Tenor. Der glasklare Blick aufs Grundgesetz, er war der Politik jedenfalls aus Sicht der Vertreter der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten abhanden gekommen. In der Gebührenkürzung 2005 sah der Vertreter der ARD eine Gefahr, auch für die Fernsehzuschauer. Es geht uns letztendlich nicht darum, dass wir 20 Cent mehr bekommen. Es geht uns darum, dass wir ein Gebührenfestsetzungsverfahren haben, das staatsfern ist, das unsere Unabhängigkeit sichert, aber andererseits natürlich auch uns Planungssicherheit gibt. Worin die Gefahr für die Fernsehzuschauer nun genau besteht, wurde allerdings in dem längsten Beitrag der Tagesschau an diesem Abend nicht erklärt. Aber natürlich geht es den Öffentlich-Rechtlichen nie ums Geld, sondern immer nur ums Prinzip. Für das Eintreiben der Gebühren ist nach außen ohnehin die GEZ zuständig. Wir finden alle schwarzen Schafe. GEZ. Die Gebühreneinzugszentrale bekommt häufig die Schläge ab, die eigentlich den Anstalten zugedacht sein müssten, schreibt Hans-Peter Kraus völlig zu Recht auf seiner Website Gebührenigel. Und stolz verweist die GEZ in ihren Geschäftsberichten auf die Entwicklung. Immerhin, im Vergleich zum Jahr 1996 stieg das Gebührenaufkommen um mehr als 50% auf fast 7,3 Milliarden Euro im vergangenen Jahr an. Längst nicht genug, meinen die Anstalten. Allein die ARD will ab 2009 95 Cent mehr. Dazu kommen noch die Forderungen von ZDF und Deutschlandradio für die nächste Gebührenrunde. Warum so geldgierig? Philipp Löwe von Medien mit Weider fragte MDR-Intendant Udo Reiter. Und zum einen haben wir natürlich genau solche Preissteigerungen wie überall zu verkraften. Wir haben Personal, das bezahlt werden muss. Dann gibt es eine sogenannte medienspezifische Teuerungsrate. Da sind die Filmpreise drin, die Sportrechte drin und die steigen alle außerordentlich an. Und das Zweite ist, dass die technische Entwicklung natürlich auch spezielle Anstrengungen erfordert. Durch die Digitalisierung sind wir darauf angewiesen, Verschiedenes neu zu entwickeln und das alles kostet Geld. Dafür sind, wenn man es umrechnet, die ungefähr 2% Steigerung, glaube ich, angemessen. Wenn es nach den öffentlich-rechtlichen Anstalten ginge, sollte sich am System des Gebühreneinzugs am besten gar nichts ändern. Je detaillierter man sich damit beschäftigt, desto mehr merkt man, dass das jetzige Verfahren vielleicht gar nicht das schlechteste ist. Also ich tippe darauf, dass es ein modifiziertes Verfahren gibt, das auf dem jetzigen aufbaut. Hauptsache mehr und neue Einnahmequellen. MDR-Intendant Udo Reiter brachte bei Medientreffpunkt Mitteldeutschland in Leipzig eine mögliche weitere Einnahmequelle ins Gespräch. Videodownloads sollen künftig kostenpflichtig sein. Auf der anderen Seite ist es eben so, wenn man von der ARD auch mehr verlangt, also mehr in dem Sinne, dass andere Plattformen auch bespielt werden sollen, dann muss man natürlich auch die Frage stellen, wie soll das Ganze finanziert werden, weil das entsteht ja nicht einfach so durch Zauberei. Dabei kassieren die Anstalten seit Januar ohnehin schon die sogenannte Internetgebühr und sind bis heute nicht in der Lage, beispielsweise einem Handwerker zu erklären, warum er Rundfunkgebühren für neuartige Empfangsgeräte zahlen soll, wenn er über das Internet lediglich seine Steuererklärungen abgibt.
Kritische Berichte zum Thema Rundfunkgebühren sind in den öffentlich-rechtlichen Programmen ohnehin Fehlanzeige. In eigener Sache werden da lieber positive Nachrichten in den Vordergrund gestellt. Am 3. April schaffte es sogar eine ARD-interne Personalentscheidung bis in die Hauptausgabe der Tagesschau. Karen Mioska wird neue Moderatorin der ARD-Tagesthemen. Das haben die Intendanten der Landesrundfunkanstalten beschlossen. Die ARD auf Ego-Trip. Erst nach der 2 Minuten langen Selbstbeweihräucherung brachte die Tagesschau an diesem Abend die Meldung über eine Tsunami-Katastrophe in der Südsee. Auf den Salomonen starben dabei mindestens 39 Menschen, 5.000 wurden obdachlos. Gefahr für deutsche Fernsehzuschauer bestand allerdings nicht. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wenn Sie hin und wieder Medienblogs ansurfen. Irgendwie hat man das Gefühl, dass viele über das Gleiche schreiben. Die Themen werden häufig von selbsternannten A-Bloggern gesetzt. Das hatte sich Christian Jakobetz in der angeblich so basisdemokratischen Blogosphäre eigentlich anders vorgestellt. In seinem Jack-Blog findet der Journalist einen treffenden Vergleich. Die Blogosphäre ist ein bisschen wie das Dorf der Unbeugsamen bei Asterix. Man rauft sich mit Leidenschaft, ab und zu wirft Verleihnix einen faulen Fisch in die Runde. Gelegentlich kommt auch der dicke Obelix und beschwert sich, dass man ohne ihn angefangen habe. Und einer gibt den Trubadix, der nie singen darf, obwohl er so gerne würde und sogar Listen erstellt, wer jetzt eigentlich A-, B- und C-Blogger ist. Was will uns der Autor damit sagen? Wir haben Christian Jakobetz in einem Münchner Café getroffen. Also was mir auffällt, ist, dass die Unterschiede zumindest in dieser professionalisierteren Blogosphäre zu den klassischen Medien eigentlich gar nicht mehr so groß sind, wie es die Blogosphäre gerne von sich behauptet. Ich glaube sehr fest daran, dass es inzwischen Blogger gibt, die in der Lage sind, Themen zu setzen. Ich glaube auch, dass sie das sehr bewusst tun, dass sie sich ihrer Wirkung und ihrer, in Anführungszeichen, Macht durchaus bewusst sind. Ich sehe ein bisschen, das verloren geht, was für mich den Reiz der Blogosphäre immer ausgemacht hat, nämlich, dass jeder bloggen kann, dass jeder seine Meinung erstmal äußern kann, solange es sich im gesetzlichen Rahmen hält. Und dass es ein Stück weit Basisdemokratie ist. Jetzt habe ich den Eindruck, es gibt 2, 3, 4, 5 Leute, zumindest im Bereich Medien, die bloggen, die sich untereinander verlinken, die quasi eine Art selbstverstärkende Prominenz haben. Und dass die Meinungsvielfalt, der Pluralismus einfach nicht mehr so vorhanden ist, wie ich mir das idealistischerweise am Anfang von der Bloggerei erhofft hatte. Murren in der Blogosphäre über den Grimme Online Award. Grund sind die eigenwilligen Auswahlpraktiken für Deutschlands renommiertesten Internetpreis. Auf die Kandidatenliste schafft es beispielsweise Hausgemacht TV, obwohl das Videoblog von Sat.1 erst einen Tag vor Ende der Nominierungsfrist am 30. März ins Netz ging. Merkwürdig auch die Nachnominierung für den elektrischen Reporter von Mario Sixtus. Das hat schon ein bisschen ein Geschmäckle. Der Medienjournalist war selbst Mitglied der Jury, darf aber jetzt nicht mehr mitvoten. Ein Hyperlink, liebe Zuschauer daheim an den Empfangsgeräten oder von wo auch immer Sie uns gerade zusehen. Ein Hyperlink ist eine durch und durch feine Sache. Wohl kein Mensch hatte sich bislang für den bürgerlichen Namen von Atze Schröder interessiert. Zumindest so lange nicht, bis der quasselnde Staubmob auf die blöde Idee kam, das freie Online-Lexikon Wikipedia gerade deswegen abmahnen zu lassen. Ein schlechter Scherz des Comedians in eigener Sache. Wer tatsächlich wissen will, unter welchem Namen Schröder auf die Welt kam, kann das jederzeit an vielen anderen Stellen im Internet nachlesen. Jab. Die beiden Animationskünstler Craig und Evan Spiridellis waren mit ihrem Flashfilm This Land vor der letzten US-Präsidentenwahl im Jahr 2004 weltberühmt geworden. In ihrem aktuellen Projekt nehmen Jib Jab die amerikanischen Fernsehnachrichten aufs Korn. In witzigen 1,5 Minuten bringen Jib Jab das auf den Punkt, wofür verkniffene deutsche Medienjournalisten ganze Abhandlungen schreiben würden. Anschiss für George W. Bush. Nein, nicht etwa von der Opposition oder in den Medien. Bei einer Rede im Rose Garden des Weißen Hauses wurde der US-Präsident Opfer einer Spatzenattacke. Bush blieb unverletzt. Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt. So, jetzt müssen wir noch unser Rätsel auflösen. Wir hatten Sie nach dem vollständigen und richtigen Namen dieser Radiostation gefragt. Ganz ehrlich, wir wussten das selbst auch nicht, bis uns Geschäftsführer und Programmdirektor Ulrich Bunzmann freundlicherweise aufklärte. Die Lösung lautet: das neue Alsterradio 106, Ausrufezeichen 8, Rock'n'Pop.
Der sperrige Name passt zwar nicht komplett auf das Senderlogo, hat aber durchaus Vorteile, wenn es um die Erfüllung der Wortquote geht. Das war Blogmedien TV 15. Die nächste Sendung gibt's ab 1. Juli. Tschüss, bis dann. Das war Blogmedien TV. Weitere Höhe- und Tiefpunkte aus Print, Radio, TV und online gibt's bei www.blogmedien.de. Blogmedien.de. Weitersagen.